Hallo meine lieben Herzen, herzlich willkommen auf meinem Kanal Sonnenherz Tarot. Ich freue mich, euch alle recht herzlich begrüßen zu dürfen. Welcome back für die, die wieder einschalten zum Monatsorakel für den Monat Juli 2022. Was erwartet dich da für dein Sternzeichen Steinbock, Aszendent Steinbock oder Mondzeichen Steinbock? Wenn du eines dieser drei Dinge in deinem Chart hast, kannst du dir die Legung hier anschauen. Und wenn du hier zum allerersten Mal auf meinem Kanal gelandet bist, dann hallo und herzlich willkommen, du liebe Seele. Ich begrüße dich von ganzem Herzen. Wenn dir Tarotkartenlegungen hier noch nicht vertraut sind, dann bitte ich dich ganz kurz unten in der Infobox alle wichtigen Details zu entnehmen. Wenn dir aber Tarotkartenlegungen schon vertraut sind, du einfach mich nur noch nicht kennst, dann hallöchen, herzlich willkommen, entspann dich, lehn dich zurück, wir fangen gleich an. Für meine lieben Männerherzen, hallöchen, herzlich willkommen. Ihr wisst Bescheid, ihr müsst einfach die Geschlechterrolle umtauschen. Und für meine lieben Crosswatchers, hi, hi, wie geht's, wie steht's? Ihr müsst auch schauen, dass das für dein Gegenüber hier einfach resoniert. Ansonsten guckst du beim Aszendent oder Mondzeichen nach. Vielen herzlichen Dank, meine lieben Steinbockherzen, für euren Support, fürs Abonnieren, Liken, Teilen, Kommentieren. Danke, danke, danke schön. Vielen herzlichen Dank. Fühlt euch gedrückt. Dankeschön, dass ihr hier mithilft, dass der Kanal hier weiter wächst. Genau, apropos Kanal, ich wollte einen Kanal empfehlen. Leider sind gerade momentan die Videos runtergenommen worden, aber wenn du mal Gelegenheit und Zeit hast, und sobald da neue Videos drauf sind, ist auch eine Tarotkartenlegerin. Sie heißt Aqua Vibration. Unten in der Infobox ist ihr Link. Kannst du ja mal draufklicken und gucken, ob du mit ihrer Energy vibes. Und wenn du Interesse hast an einer privaten Legung, dann darfst du mich auch gerne kontaktieren. Unten in meiner Infobox ist meine E-Mail-Adresse sowie auch mein Instagram. Darüber kannst du mich dann gerne kontaktieren. Wir fangen an. Für meine lieben Steinbockherzen, Monat Juli. Oh, interessant. Erste Karte war der Page der Schwerter. Dann hat sich hier 9 der Stäbe gedreht. Dann hat sich hier der Eremit umgedreht. Dann haben sich hier auch nochmal die 10 der Schwerter umgedreht. Noch eine Karte für meine lieben Steinbockherzen für den Monat Juli. 2 der Münzen. Was haben wir hier hinten? Ha, der Ritter der Stäbe. Der Ritter der Stäbe. Und 6 der Münzen dahinter. Sehr interessant. Also von den Sternzeichen kommt hier stark Jungfrau durch. Aber auch Steinbock, Stier, Wassermann, Waage, Zwilling sehe ich hier auch. Und auch Schütze, Löwe und Widder. Ich nenne es einfach mal mit. Die erste Karte zeigt mir hier mit dem Pagen der Schwerter, dass du hier deine Energie so ein bisschen, ja, dass du die Energie hier so ein bisschen den Fokus bzw. hier auf dich lenkst bzw. hier dich informierst, dich weiterbildest. Eventuell hast du hier auch gute Einfälle, Aha-Momente im Monat Juli, dass es hier sowas für dich durchkommt, dass du hier in einer gewissen Thematik da dich mit dir selber beschäftigst, ja, hier dir Wissen aneignest. Darauf liegt dein Fokus hier im Juli. Ich sehe aber hier mit 9 der Stäbe da und dem Eremiten, dass du dich hier 2x9, dass du dich hier auf jeden Fall auf deinen Heilungsweg oder auf deine Heilung hier fokussierst. Wahrscheinlich liest du hier auch Bücher über Heilung, was dein inneres Kind betrifft oder andere gewisse Themen. Das ist hier, was ich für dich sehe. Mit 9 der Stäbe sehe ich auch, dass du hier deine Verletzungen genauer betrachtest, auch von innen an die Sache herangehst und dich hier nicht als Opfer die ganze Zeit siehst. Du fühlst dich sehr einsam. Ich sehe dich sehr alleine hier im Monat Juli. Meine lieben Steinbockherzen, du siehst sehr, sehr einsam aus hier auf den Bildern. Du hast hier so eine innerliche Krise, die du gerade hier auch durchlebst mit den 10 der Schwerter, weil du hier auf alte Verletzungen aufmerksam gemacht wirst, die immer wieder hier getriggert werden von außen, und deswegen erlebst du hier auch so einen 10 der Schwerter Moment, ja. Du stehst aber hier auch wieder auf und
wirst hier eine kleine Transformation erleben, weil du hier diesen einen Triggerpunkt heilen wirst im Monat Juli. Ich sehe hier mit zwei der Münzen, dass du sehr viel hin und her schwankst, dass du auch sehr, sag ich mal, vieles um die Ohren hast im Monat Juli. Ja, auch wenn du hier alleine bist hauptsächlich, hast du sehr viel um die Ohren, viele Dinge hier zu erledigen, zu handeln, zu meistern und versuchst das hier so in Balance zu halten. Ich habe das Gefühl, du fühlst dich sehr unausgeglichen, da du hier auf mehreren Hochzeiten gleichzeitig tanzen musst oder verschiedene Dinge hier am Laufen halten musst, obwohl du eigentlich nur hier gerade mit dir sein möchtest. Wir gehen über in die Klärung. So, was klären wir? Hier die neunte Stäbe, Klärung. Ah ja, und ich sehe auch für einige ist es einfach hier alter Herzschmerz oder hat es hier mit dem Ritter der Stäbe zu tun, weil hier hinten sehe ich den Ritter der Stäbe, ja. Der hier vielleicht nochmal für einige auf euch zukommt. Ich werde aber die zwei der Münzen nochmal klären. Also neun der Stäbe als erstes, Klärung, neun der Stäbe. Du willst raus. Ihr wollt raus. So. Erste Karte war 9 der Stäbe. Ja, du bist auch so auf Abwehrhaltung. Ja. Du willst auch nicht mehr verletzt werden. Deswegen willst du auch niemanden so ranlassen. Ja, du baust so ein bisschen eine kleine Mauer auf. Ich sehe hier Konflikte mit 5 der Stäbe. Ja, es sind gerade hier und 5 der Kelche. Also du machst hier eine Veränderung durch in deinem Innenleben. Da, wo du jetzt gerade hier alleine stehst, das gefällt dir nicht. Du leidest unter diesem Verlust, auch unter dieser Einsamkeit. Ich habe das Gefühl, du wünschst dir hier einen Partner. Deswegen fokussierst du dich hier so ein bisschen auf dich, arbeitest hier so auf dich. Ich sehe auch, dass hier innere Konflikte und diese Konflikte, die du mit deinem Partner in der Vergangenheit hast, hier, dass du dir die Wunden hier nochmal anguckst. Und damit du das nicht wieder erlebst im Außen, möchtest du hier wirklich eine Veränderung. Möchtest du, dass in der Zukunft der nächste Partner nicht wieder so ist. Das ist, was du möchtest. Damit du nicht mehr wieder in derselben Situation, bloß äußere Form der Person hat sich geändert, dass es dir nicht wieder passiert. Du möchtest hier daran arbeiten, du möchtest dich hier transformieren. Eine Transformation steht hier kurz bevor. Ich sehe aber auch, dass du halt wirklich einsam bist, wirklich traurig bist. Viele Emotionen, die hier so ein bisschen, ich würde jetzt nicht verzweifelt sagen, aber irgendwie in gewisser Weise ein Stück verzweifelt, sage ich es mal so. Da, ob das Ganze sich jemals hier in der Zukunft für dich ändern wird. Wir haben hier dreimal die 9 und zweimal die 5. Schau es dir nach, numerologische Botschaft, die hier für dich durchkommt. Wow, dann wollte ich noch die 2 der Münzen klären. Ja, hier haben wir den Ritter der Stäbe und die Königin der Münzen. 2 der Münzen und der Narr. Ja, also ich sehe diese 2 der Münzen, du hast hier, das sind Menschen, mit denen du hier, mit denen du hin und her schwankst. Ich sehe den Ritter der Stäbe und die Königin der Münzen. Ich sehe hier, dass du das mit der Arbeit, dass du versuchst, deine Arbeit, auch wenn es dir nicht gut geht, deiner Arbeit hier nachzukommen. Ich sehe hier mit dem Ritter der Schwerter, dass es viele Anwärter gibt, weil ich habe auch den Ritter der Stäbe gesehen. Also es gibt Männer, die hier auf dich zukommen, mit denen du hier Kontakt hast. Du versuchst das Ganze hier zu balancieren. Du versuchst hier auch nicht den Narren zu spielen und es jedem nach Recht hier zu machen. Ja? Das ist so, was für dich hier durchkommt. Hier hinten haben wir den Tod. Also es kommt hier eine Wiedergeburt. Du transformierst dich definitiv hier im Monat Juli. Wir gehen über zu den Orakelkarten, meine lieben Steinbockherzen. Für meine lieben Steinbockherzen Monat Juli.
Was sollten meine lieben Steinbockherzen für den Monat Juli jetzt wissen? Danke. Da haben wir drei Karten rausbekommen. Eine Frau, die eine Münze hält. Du möchtest hier unabhängig sein. Wir haben hier zweimal die Königin der Münzen. Ich habe auch das Gefühl, hier wird eine Frau diesen Monat eine Rolle spielen. Ja, ob es deine Chefin ist, ob es hier eine gute Freundin ist, die dir hier finanziell aushilft. Hier ist eine Frau, die durchkommt hier mehrmals. Dann haben wir hier das Tor zum Reichtum. Ja, vielleicht wirst du hier ein Angebot erhalten. Es wird hier Geldzufluss dein Geldzufluss wird im Monat Juli wachsen. Vielleicht hast du auch mit Reflux zu kämpfen. Ich weiß nicht, das kommt auch durch. Da haben wir hier das vierte Chakra, Erzengel Raphael ist hier. Ja, dein Herzchakra ist hier blockiert, weil du hier so tief verletzt wurdest durch deine letzte Beziehung oder Partnerschaft, dass du hier deinem Herzchakra auf jeden Fall Widmung schenken solltest. Erzengel Gabriel, Raphael, entschuldigt, ist hier und möchte dich darauf hinweisen, ist auch hier, um dir Heilungsenergie zukommen zu lassen. Fokussiere dich auf dein Herz, Chakra, öffne dein Herz. Vielleicht arbeitest du hier auch in diesem Monat also mehr mit deinem Herzchakra oder arbeitest schon bereits daran. Für meine lieben Steinbockherzen, Monat Juli, was sollten meine lieben Steinbockherzen jetzt wissen? So, da haben wir spirituelle Partnerschaft. Für einige, diese Frau, die hier die Münze hält, du wirst vielleicht hier eine spirituelle Verbindung mit jemandem eingehen. Für andere, du suchst hier deinen spirituellen Partner an deiner Seite. Deswegen möchtest du hier auch niemanden mehr reinlassen, der nicht auf dieser Ebene hier so agiert, sage ich mal. Dir ist es auf jeden Fall wichtig, dass du hier eine spirituelle Verbindung hast in deinen Partnerschaften, ob es hier in deinem Freundeskreis ist, ob es hier in deinem, ja, sage ich mal, ob es hier auf deinen Partner bezogen ist. Du möchtest eigentlich nur noch spirituelle, zwischenmenschliche Beziehungen haben, wo du eine spirituelle Verbindung zu diesen Menschen hast, deine Seelenfamilie, dein Seelenpartner. Darauf legst du hier deinen Fokus. Aber hier kommt immer wieder diese Frau durch. Für meine lieben Steinbockherzen. Heilung des inneren Kindes. Oh, das hatte ich ja schon vorher gesagt. Ja, du wirst hier Heilung deines inneren Kindes. Weil das, was mir hier auch auffällt, ist einfach, und dann hält sie das so wie ein Baby. Och, das ist nicht schön. Ich habe die Karte noch nie gesehen. Wunderschöne Energie. Es ist wichtig, dass du hier dein inneres Kind heilst, für dein inneres Kind da bist. Ja? Manche Verletzungen hier mit 9 der Stäbe sind so tief, die kommen aus deiner Kindheit und zeigen sich dann in deinen fortlaufenden Partnerschaften und triggern dich immer und immer wieder. Solange du nicht so tief zurückgehst, wirst du diesen Punkt hier nicht in die Heilung bringen, kein Bewusstsein darauf leuchten. Ja? Dein inneres Kind ruft dich diesen Monat und dein inneres Kind braucht dich. Dein inneres Kind fühlt sich wahrscheinlich hier wirklich einsam und im Stich gelassen. Du musst hier für dein inneres Kind da sein, ihm Licht und Liebe geben, es wahrnehmen, es sehen, einfach in den Arm nehmen, dass es hier sowas durchkommt. Du, deine Schutzengel umgeben dich. Wir haben hier Schutzengel. Ja, du wirst hier geschützt, meine lieben Steinbockherzen. Wunderschöne Energie. Die umgeben dich, deine Schutzengel sind für dich hier da. Das ist so, was ich sehe. Auch, dass dein spirituelles Reich hier dich hinführen wird und dich darauf lenken wird, auf diese Thematik. Wow. Für meine lieben Steinbockherzen, Monat Juli. Was sollten meine lieben Steinbockherzen für den Monat Juli jetzt wissen? Für meine lieben Steinbockherzen. Verlust.
Ja, in der Vergangenheit hattest du hier einen Verlust zu verzeichnen. Vielleicht hattest du auch hier in der Kindheit einen Verlust zu verzeichnen. Wieder kommt die 9 durch. Wichtig, schau dir bitte die 9 nach. Du hast jetzt viermal die 9. Und dein Körper ist so, also dein Lichtkörper ist so verhärtet durch diesen Verlust, da kommt kein Licht drauf. Und sobald du hier dein Bewusstsein auf diesen Schmerz lenkst, der tief vergraben ist, kommt hier auch das Bewusstsein hier durch. Licht wird drauf gelenkt und Heilung darf beginnen. Wow, sehr schön. Für meine lieben Steinbockherzen. Eule, du siehst jetzt klar. Du bist sehr weise, du bist sehr stark mit deinem spirituellen Reich verbunden, auch hier mit dem Page der Schwerter. Du siehst jetzt klar, du hast gute Ideen, du kannst Dinge besser erkennen, weil du mehr Verständnis hast, weil du dein Bewusstsein hier erweitert hast in der Vergangenheit. Deswegen kannst du jetzt klar und deutlich erkennen, ja, verstehen auf einem anderen, sag ich mal, Level. Für meinen lieben Steinbockherzen Monat Juli. Was sollten meine lieben Steinbockherzen für den Monat Juli jetzt wissen? So, und da haben wir: Wertschätze deine Begabungen, ja? Wertschätze hier bitte deine Begabungen, das ist ganz wichtig. Egal wo deine Talente stecken, spiele es nicht runter, ja? Schätze deine Begabungen. Du bist auch hier wahrscheinlich, um andere zu heilen. Für einige höre ich diese Botschaft. Und dass dein spirituelles Reich dich darauf hinlenkt, dass du hier auch in deine eigene Heilung kommst und das, was dir hier auf der Erde als Talent, als eine Begabung mitgegeben wurde, tu es wertschätzen. Mach dich nicht klein. Ja? Lass dein Licht scheinen. Okidoki. Für meine lieben Steinbockherzen. Monat Juli. Und da haben wir Empathie. Ja? Du bist offen, dass du beide Seiten erkennst. Ja? Dass du hier für beide Seiten fühlen kannst, dass du beide Seiten verstehst. Ich sage ja, dein Bewusstsein erweitert sich. Du bleibst nicht in dieser Stelle stehen, oh mein Gott, diese Person hat mir das angetan, weil diese Person ein böser Mensch ist. Und du fühlst dich in beide Seiten rein, ja, in einer Situation. Du versuchst dich von beiden Seiten hier Licht zu beleuchten, um hier ein komplettes Bild zu bekommen. Ja, du bist ein Empath für einige von euch. Ihr seid sehr empathische Wesen. Und deine Empathie wächst für andere. Du arbeitest hier indirekt an deiner Empathie und sie wächst. So, für meine lieben Steinbockherzen Monat Juli, okay, kommt einiges durch. Ein Ei. Erfolg ist dir wirklich garantiert, wenn du hier gut planst und mit harter Arbeit. Ein goldenes Ei. Wow. Dann haben wir hier ein, wie heißt das? Ich habe es vergessen. Romantik, Feiern, Party. Ein Fächer, jetzt ist mir eingefallen. Ja, also es werden heiße Nächte hier im Juli erlebt. Du gehst aus, eventuell hast du hier eine Romanze, hast ein Date. Für andere, ihr geht raus und umgibt euch mit Menschen. Wir haben hier eine Katze. Du hast einen Freund, der zwei Gesichter hat. Pass auf, mein lieber Steinbock. Dann haben wir hier Münzen. Geld wird zu dir kommen. Schon wieder Geld. Also du wirst hier diesen Monat Geld erhalten. Dann haben wir hier eine Axt. Es gibt Mächte, die gegen dich arbeiten. Pass auf. Aber deine Schutzengel sind da, meine lieben Steinbockherzen. Du bist geschützt vom spirituellen Reich. Egal, was für Mächte hier im Monat Juli gegen dich arbeiten. Dann haben wir hier, es geht um deine Karriere. Für einige, es geht hier um deine Karriere. Du willst hier deine Begabung in eine Karriere lenken, ja? Du willst daraus was machen, aber denkst, oh, vielleicht ist es nicht gut genug. Und wir haben hier den Monat Mai.
Vielleicht wirst du im Mai deinen Durchbruch haben oder vielleicht liegt etwas hier, dieser Verlust hat etwas mit dem Mai zu tun. Für jeden wird das hier unterschiedlich resonieren. Wir gehen noch über zu deinem spirituellen Ratschlag für den Monat Juli. Für meinen lieben Steinbockherzen. Okay, wow, ihr kriegt ja einiges hier. So. Oh, Aromatherapie. Arbeite mit Aromatherapie, mit Traumdiffuser, ätherischen Ölen. Das würde dir hier gut tun. Das ist auch eine Form der Heilung. Heilung wird dadurch angeregt. Du musst herausfinden, welche ätherische Öle für dich hier wichtig sind oder was gut für dich ist. Ich würde irgendwelche ätherische Öle nehmen, die hier auch auf dein Herzchakra Auswirkungen haben. Aber du musst halt selber gucken, mit was du hier harmonierst. Und vielleicht musst du dich da ein wenig einlesen. Dann haben wir hier tiefes Atmen. Ja, versuche hier tief zu atmen, achte mehrmals auf dein Atem, ja, weil wenn man gestresst ist, wenn ich es auch so sehe, du schwankst dir hin und her und hast viel zu tun, dann vergisst man hier so einmal durchzuatmen, auf seinen Atem hier Achtsamkeit zu geben, weil man einfach hier im Stress ist, die Atmung wird flacher, was nicht gut ist und halt durch die Atmung kannst du dich hier mit deinem spirituellen Reich verbinden, kannst du hier auf andere Dimensionen zugehen. Dann haben wir hier Wasser. Du trinkst zu wenig Wasser. Achte darauf, dass du Flüssigkeitszufuhr, Wasser oder für einige kann es auch sein, dass du zu viele Süßgetränke hier trinkst. Wichtig ist, dass du hier wirklich, dein Körper braucht Wasser. Und dein Körper ruft Wasser, ja, und am besten spricht dem Wasser noch gute Dinge zu, ja, weil das ist, aus was wir bestehen, zu 70% aus Wasser und Wasser hat so einen starken Einfluss auf uns. Dann sei still, atme, verbinde dich mit dem Atmen, geh in die Stille, weil ich habe das Gefühl, da ist noch eine spirituelle Nachricht für dich für den Monat Juli. Wichtig ist, dass du hier eine Balance findest. Auch wenn dein Alltag so stressig ist, meine lieben Steinbockherzen, finde hier eine Balance. Ja, vor allem hier auch mit einem Bad. Nimm ein Bad, nimm dir bewusst immer wieder Zeit in deinem stressigen Alltag, dass du hier so Zeit für dich findest. Raum und Zeit, wo du dich kurz zurückziehen kannst, wo du kurz mit dir sein kannst. Und ein Bad ist wunderschön. Also im Monat Juli, Wasser und Atmung kommt sehr stark durch bei euch. Versuche da einige Dinge umzusetzen von deinen spirituellen Ratschlägen und ich wünsche dir alles, alles Gute für den Monat Juli. Wenn du mit meiner Energy vibes, lass ein Abo da, eine Gefällt-mir-Angabe oder einen Kommentar. Ich freue mich, dich das nächste Mal wiederzusehen. Bis dann. Ciao.